Und damit herzlich willkommen, liebe Pixelfreunde, zu einer weiteren Folge Pixel Christmas. Und diesmal mit einem, man könnte sagen, sogar legendären Titel. Chrono Trigger. Ich habe das Spiel hier bewusst schon gestartet, damit wir gleich loslegen können. Chrono Trigger gehört tatsächlich, laut den Lesern von IGN, zu einem der 100 besten Spiele der Geschichte. Ich glaube, es ist irgendwo in den Plätzen 20, in den 20er Plätzen. Es kann auch sein, dass es irgendwo in den 40er Plätzen gelandet ist. Ich habe es nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall, eine offizielle Umfrage von IGN hat ergeben, dass die Fans Chrono Trigger als eins der besten 100 Spiele der Geschichte ansehen. Und das will schon was heißen. Es gab auch einige nachträgliche Veröffentlichungen. Ich glaube, auf der PlayStation 3 gab es sogar eine. Die hat dann natürlich auch so eine kleine Aufwertung erfahren mit ein paar Zwischensequenzen und so weiter. Aber das hier ist der Klassiker. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich den Klassiker hier auf Deutsch spiele, denn eigentlich gibt es das Spiel nicht auf Deutsch. Das hier ist ein Fan-Patch, also ein von Fans erstellter deutscher Patch für das Spiel, den ich hier eingesetzt habe. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Ganze auf Deutsch ist. Aber ich will euch jetzt nicht mit Gelaber nerven, sondern ich will euch das Spiel zeigen. Eine Besonderheit, die dieses Spiel hat, ist eben, dass ihr durch die Zeit reisen könnt. Wir sind jetzt hier natürlich schon im Spielfortschritt relativ weit. Also ich bin schon im Endgame mit diesem Savegame und kann daher auch frei durch die Zeit reisen. Und das ist halt ein ganz interessanter Punkt mit den Zeitreisen, weil man hier auch so ein kleines bisschen, ich nenne es mal diesen Schmetterlingseffekt, so ein bisschen andeutungsweise zumindest so ein bisschen berücksichtigt. Das heißt, ihr ändert was in der Vergangenheit, dadurch ändern sich irgendwie Ereignisse oder eben auch der Ort, wo sich Gegenstände befinden zum Beispiel, oder Türen in der Zukunft. Das hat man hier mit, glaube ich, das erste Mal umgesetzt für ein Videospiel. Das war unglaublich aufwendig. Und Chrono Trigger ist auch eines der größten Spiele, was den Umfang angeht, seiner Zeit. Wenn man mal berücksichtigt, also man kann das ganz gut, wenn man sich die ROMs anguckt zu dem Spiel, mit einem Größenvergleich vor Augen führen. Ein durchschnittlicher ROM ist so 1 bis 1,5 Megabyte groß. Selbst von größeren SNES-Spielen. Dieser ROM hier ist über 4 Megabyte groß. Und das zeigt schon, wie groß hier wirklich das Ganze inhaltlich ist. Und auch die Story ist ordentlich lang. Also ich habe richtig gut zu tun in der Story. Wir befinden uns hier jetzt zum Beispiel gerade in der Zukunft. Ich will euch jetzt mal ganz kurz so ein bisschen die einzelnen Zeitepochen zeigen, durch die ihr reist. Wir waren also gerade im Jahr 2300. Das hier ist das Ende der Zeit. Da reisen wir gleich ganz zum Ende hin. Hier ist das Jahr 99. Hier endet im Grunde das Spiel. Rein theoretisch könnte man das sogar schon nach ein paar Stunden schaffen. Hier fliehen wir jetzt natürlich. Wir sind im Level noch nicht weit genug. Aber es ist rein theoretisch möglich, Chrono Trigger nach wenigen Stunden schon zu beenden, wenn man es denn schafft, nach wenigen Stunden schon den letzten Endboss zu legen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man das nötige Level hat. Und das kriegt man in der Regel nur dann, wenn man zum Beispiel ein Action Replay benutzt oder eben entsprechende Action Replay Codes. Das Action Replay war so ein Cheat-Modul damals für die Konsole, das man halt so dazwischen geklemmt hat. Und dann konnte man mit Hilfe von Hexadezimalcodes, die man natürlich kennen musste, entsprechend Änderungen am Spiel vornehmen. Sprich, man konnte sich zum Beispiel zusätzliche Level erschummeln, also XP-Punkte und dadurch eben die damit verbundenen Level. Oder man konnte sich unverwundbar machen oder wie auch immer. All so ein Kram gab es. Und damit konnte man theoretisch halt wirklich den Boss schon früher legen. Aber ich habe das nie gemacht. Tatsächlich habe ich den Boss nicht ein einziges Mal gelegt. Denn irgendwie, ich habe zwar bis zum letzten Boss gespielt, das ist so ein riesiges Lava-Monster, das nennt sich halt auch Lavos, habe dann dort allerdings aus welchen Gründen auch immer irgendwann aufgehört zu spielen. Keine Ahnung warum. Aber bis dahin war dieses Spiel einfach fantastisch. Es bietet so wahnsinnig viele Inhalte, so wahnsinnig tolle Geschichten, auch die einzelnen Charaktergeschichten. Und der namensgebende Chrono, der Charakter, wenn ich mal in meine Party
gucke, den seht ihr hier gar nicht. Und das hat einen Grund, den verrate ich euch aber nicht. Denn sonst würde ich die das Spiel vielleicht noch spielen wollen, eventuell spoilern. Und das will ich nicht. So, ich kann euch aber ein, zwei andere Sachen noch zeigen. Also ich zeige euch mal so die einzelnen Zeitepochen. Also das hier ist jetzt zum Beispiel die Eiszeit. So, wir können mit einem Druck auf Select auch eine größere Karte öffnen. Dann weiß ich jetzt nämlich, in welche Richtung ich fliegen muss. So, wir müssen einfach ein Stückchen nach da. Also wie ihr unten links gerade sehen konntet, wenn ihr kurz hingeguckt habt, wir sind jetzt im Jahr 12.000 vor Christus. Also vor Christus in diesem Zeit, in dieser Zeitrechnung, in diesem Spiel. In der Eiszeit praktisch. Dementsprechend gibt es hier viel Eis und viel nichts. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal die letzte Ära. Das sind nämlich 65 Millionen Jahre vor Christus. Also in der prähistorischen Zeit halt. So würde ich das jetzt einfach mal laienhaft bezeichnen. Wo ihr halt auf Dinos trefft, auf entsprechende Urzeit-Tiere und Gegner. Und auch hier ändert ihr natürlich Dinge, die dann in der späteren Zeitepochen dann auftreten. So, und hier haben wir zum Beispiel auch noch was zum Fliegen. Die kriegt man nur in diesem Zeitabschnitt. Da kann man dann hier mit dem Pterodactylus so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Aber ich will euch natürlich auch nochmal im Grunde den zentralen Punkt in der Zeit zeigen. Und das ist das Ende der Zeit. Oder das Zeitenende. Das ist im Grunde sowas wie ein zentraler Punkt in der Zeit, von dem aus man in diesem Spiel eben alle Epochen erreichen kann. Und dort eben auch ohne die Zeitmaschine durch die Gegend reisen kann. So, das hier sind zum Beispiel die weiteren Spielcharaktere. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir können natürlich die Party jederzeit verändern. Allerdings natürlich können wir maximal 3 Charaktere in die Party holen. Und damit ihr das Spiel jetzt auch mal spielerisch gesehen habt, gehe ich mit euch jetzt einfach mal irgendwo in einen kleinen Dungeon in Epoch einsteigen. Epoch heißt übrigens die Zeitmaschine, den Namen habe ich ihr gegeben. Oder der wird halt auch so vorgeschlagen und ich habe ihn halt übernommen. Tatsächlich muss ich sagen, so 10 Minuten, die ich ja hier immer so im Schnitt ungefähr ansetze, reichen eigentlich überhaupt nicht aus, um dieses Spiel irgendwie ausreichend zu präsentieren oder zu zeigen. Aber ich kann euch sagen, es ist tatsächlich eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und es bietet halt einfach inhaltlich, gemessen an dem, was damals normal war, so unwahrscheinlich viel. Und auch im Vergleich zu den Inhalten heutiger Spiele sticht es einfach viele der heutigen Spiele komplett aus. Weil es inhaltlich einfach so viel mehr bietet als viele Spiele, die man heute so aufgetischt bekommt. Und von daher, das ist so ein zeitloser Klassiker. Das Ding ist tatsächlich so ein zeitloser Klassiker. Und jetzt zeige ich euch mal eben, wie die Kämpfe ablaufen. Das machen wir jetzt hier einfach mal in so einem älteren Abschnitt. Ich suche mir jetzt hier einfach mal ein paar Gegner. Da sind welche. Es gibt hier also keinen Random Encounter. So, und die Kämpfe, die laufen auch mit einem entsprechenden Zeitfenster ab. Das heißt, wenn ihr nicht schnell genug kämpft, greift euch der Gegner an. So, die Gegner sind jetzt hier natürlich weit unter meinem Level, deswegen ist das hier so einfach. Am Ende gibt es dann natürlich obligatorisch Erfahrungspunkte. Sogenannte Tech-Punkte gibt es dafür, das kann ich euch auch mal eben im nächsten Kampf zeigen, dass ihr sogenannte Tags machen könnt. Das sind im Grunde Magieangriffe. Aber ihr habt natürlich auch mehrere Arten von Tags. Ihr habt dort einfache Technikangriffe. Wir machen das jetzt einfach mal. Technik. So, das sind einfache Technikangriffe, mit denen ihr einen oder mehr Gegner zum Beispiel angreifen könnt. Ich mache das jetzt hier einfach mal. So, im Grunde vergleichbar mit Magie. So.
Das war jetzt mal einmal eine ganz kurze Präsentation der einfachen Tech. Und dann gibt es noch Gruppenangriffe. Das weiß ich nicht, ob ich mit den Charakteren hier Gruppenangriffe machen kann. Doch, die findet ihr hier unter Combo. Und dort habt ihr zum Beispiel Doppeltechnik. Das bedeutet, ihr könnt die Technik zusammen mit einem zweiten Charakter machen. Wir machen es mal. Schlagblase. Das ist zum Beispiel einer dieser Combo-Angriffe, die ihr mit einem zweiten Charakter zusammen macht. Das heißt, die kombinieren ihre Fähigkeiten zu einem großen Angriff. Gibt es natürlich diverse verschiedene und je nach Gruppenzusammenstellung habt ihr dann natürlich auch andere Gruppen oder ja, Gruppenangriffe, nenne ich es mal. Ne? Also je nach Gruppenzusammenstellung unterscheiden sich natürlich dann auch die Möglichkeiten aufgrund der Fähigkeiten der einzelnen Gruppenmitglieder, wie ihr Angriffe miteinander kombiniert. Und es gibt natürlich dann auch noch Dreier-Tags. Mit dieser Gruppe kann ich jetzt leider keine Dreier-Technik-Angriffe machen. Dazu bräuchte ich eine andere Gruppenzusammensetzung. Und wenn wir hier jetzt mal kombinieren. Jeder hat natürlich, und das unterscheidet natürlich auch die Gruppenangriffe voneinander, ihr müsst gucken, mit wem ihr den Gruppenangriff macht. Denn jeder kann mit demselben Gruppenmitglied andere Gruppenangriffe machen. Sprich, wenn ihr mit dem Frosch zum Beispiel die Gruppenangriffe wählt, habt ihr andere Gruppenangriffe zur Verfügung mit demselben Partnercharakter, als wenn ihr zum Beispiel die gute Kitty dort oben nehmen würdet. Denn wenn ihr bei ihr die Combo-Attacken wählt, ne, dann habt ihr zum Beispiel die hier zur Auswahl. Und wenn ihr jetzt... Nee, Quatsch, andersrum. Jetzt sind wir auf dem Frosch. Wenn wir mit ihm die Gruppenattacken auswählen, dann haben wir andere zur Auswahl, als wenn wir die Fähigkeit zum Beispiel mit Kitty auswählen. Ne? Dort sind dann wieder andere Gruppenattacken. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Oder habe ich mich jetzt so vertan? Nee, die sind doch gleich. Mir war so, als ob es da Unterschiede gab. Okay, Kommando zurück. Mein Fehler ist halt auch ein bisschen her. So, wir machen jetzt einfach mal noch so einen normalen Magieangriff. Hier in dem Fall Wasser. Okay, das letzte, was ich gesagt habe, war Quatsch. mir war so, als ob es da Unterschiede gab. Mein Gott. My bad. Don't hate me for this. So. Ja, und das ist im Grunde Chrono Trigger. Ich weiß, das ist jetzt nur ganz oberflächlich angerissen. Denn gemessen an dem, was das Spiel inhaltlich bietet, ist es im Grunde nichts, was ich jetzt euch hier gezeigt habe. Und ich kann wirklich jedem, der auf gute Rollenspiele, auf inhaltlich gute Rollenspiele steht, kann ich tatsächlich nur empfehlen, guckt euch das unbedingt mal an. Es gilt nicht umsonst als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten oder generell als eines der besten Spiele aller Zeiten. Das kommt tatsächlich nicht von ungefähr. Und von daher meine Empfehlung, guckt es euch an, wenn ihr Rollenspiele mögt. Dieses Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Ihr hört auch die Musik im Hintergrund, auch die trägt wunderbar zu dieser Atmosphäre in diesem Spiel bei. Und damit soll es das jetzt hier mit diesem sehr mageren Video gewesen sein. Gemessen an dem, womit ich das Video hätte füllen können mit diesem Spiel, ist es echt mager. Weil aber die Zeit einfach nicht mehr zulässt. Ich will die Videos jetzt hier nicht unendlich in die Länge ziehen. Weil die Zeit einfach nicht mehr zulässt, muss ich jetzt hier den Cut machen und euch einfach nur nochmal empfehlen. Guckt euch dieses Game einfach mal an. Das ist herrlich. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Wenn auch nicht, aus meiner Sicht, das Beste. Denn das kommt noch. Versprochen. So, hier soll es jetzt aber gewesen sein, während im Hintergrund diese tolle Melodie läuft, die auch so ein bisschen zu Weihnachten passt, wünsche ich euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Natürlich schöne Feiertage, einen guten Rutsch, möglichst wenig Kopfschmerzen. Bis zur nächsten Folge Pixel Christmas. Ich verabscheue mich.